Willkommen zurück zu SFS Sonnensystem und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich den ersten Planeten machen. Und zwar wird das ein Planet sein, der sehr nah an unserer neuen Sonne dran ist. Dementsprechend wird er auch sehr heiß sein und von Lava überzogen sein. Und genau damit fangen wir jetzt auch gleich an. Und zwar hier im mittleren Tab könnt ihr sehen, da gibt es den Unterordner Shapes. Da drücken wir mal drauf und wählen den Kreis aus. Das machen wir dann etwa so groß wie das hier, vielleicht etwas kleiner. Hier in Pixel Lab können wir nämlich die Größe im Nachhinein noch ein bisschen verändern. Und deshalb werde ich das jetzt nicht allzu genau hier dran machen. Stattdessen werden wir uns jetzt hier auf die Farbe konzentrieren. Ihr seht auch schon, ich habe mir schon eine Farbe ausgesucht. Und zwar ist das hier 100 Rot und 10 Grün. Das ist eine ziemlich dunkle Farbe, aber auch noch ziemlich rot, würde ich sagen. Wodurch es eben relativ deutlich wird, dass es so ein heißes Magmagestein ist oder so. Allerdings könnte man es natürlich auch noch ein bisschen dunkler machen. Also so zum Beispiel. Und dann machen wir hier, keine Ahnung, wir machen 80 und 8, würde ich sagen. Oder wieder 80 und 10. Und dann haben wir es eben noch ein bisschen dunkler. So würde ich es jetzt tatsächlich lassen. Und wir speichern das mal. Da haben wir hier Relative Size. Da klicken wir mal drauf. Und es sieht an sich schon ganz gut aus. Ich würde das gerne einmal runter machen. Und so. Relative Size ist halt die relative Größe zu eurem Bild. Und vielleicht sollten wir auch vorher die Bildgröße verändern. Also ich mache hier mal 320 und 320, so. Und dann gehen wir hier nochmal rein, das passt. Und die relative Position, die gibt es auch hier. Da könnt ihr einmal bei beiden in die Mitte drücken. Und dann haben wir das perfekt so. Gehen wir hier oben hin, machen das Schloss hin. Dann können wir es nicht mehr verschieben. Und dann beginnen wir mit dem Eigentlichen, und zwar mit dem Malen. Und zwar nehmen wir uns hier die hellere Farbe, machen die mal vielleicht so und stellen die dann nochmal ein bisschen um. Auf so 170 machen wir mal 20, damit wir dann so ein Rot hier haben. Und dann machen wir es auf jeden Fall ein bisschen größer. So 50. Und dann können wir jetzt hier anfangen, ein paar Lavaseen zu machen. Und jetzt kommt das zum Trick. Wir machen nämlich so, gehen hier in die Ecke, gehen da in die Ecke. Wir haben halt hier die Größe 70 und dann speichern wir das. Und jetzt gehen wir hier auf Crop und bearbeiten das. Wir gehen nämlich hier auf den Kreis. Dann seht ihr, ist das zugeschnitten. Wir gehen auf OK und ihr seht, es ist fast die perfekte Größe. Ihr seht, das guckt ein klitzekleines bisschen darüber hinaus. Deshalb gehen wir mal zurück und machen mal Relative Size einmal auf 99% bei beidem. Dann machen wir beides wieder in die Mitte. Machen das Ganze nochmal. Falls ihr eben auf iOS seid und Pixel Lab nicht habt, dann könnt ihr all die Sachen wegradieren und versuchen, das da perfekt dran zu machen. Sollte an sich auch nicht allzu schwer sein. Jedenfalls, das passt auch nicht. Ja, so stellt man sich das vor und so wird das. Aber an sich ist das nicht schlimm. Das können wir dann später einfach mit Texture Cutout machen. Und da machen wir auch nochmal das Schloss drauf. Jetzt machen wir folgendes, Inner Shadow. Weil bisher sieht das halt einfach nur so aus, als hätte man es drauf gemalt. Und es macht keinen wirklichen Sinn. Jetzt aktivieren wir Inner Shadow und ihr seht gleich, was da passiert. Wir setzen es auf diese Farbe und
Ich weiß nicht, wie hoch ich das machen sollte. Nicht so hoch. So sollte ganz gut sein. Jetzt sieht es so aus, als wäre es ein bisschen in den Boden versenkt. Und ist an sich eigentlich ganz gut. Und dann speichern wir das mal so ab. Sieht ganz in Ordnung aus. Speichern als Bild. Und natürlich wieder PNG. Und einmal in der Galerie speichern. Jetzt machen wir noch eine weitere Sache. Dazu speichere ich das erstmal. Also speichern als Projekt. Und was machen wir hier? Jetzt muss mir ganz schnell ein Name einfallen. Kalida. Ja, das sieht ganz gut aus. Speichern. Und das ist geschafft. Dann löschen wir die beiden mal. Die sind ja jetzt gespeichert. Jetzt verändern wir mal die Größe. Und zwar machen wir jetzt die Atmosphäre. Und machen hier mal 200 mal 100. Ne, wir hatten das letzte Mal 400 mal 200. So rum. Machen eine Farbe. Ich würde sagen, wir nehmen auch dieses Rot, aber als Gradient. Und zwar, ich hätte gern ein ganz neues. Bitte, danke. So und so. Da machen wir es wieder durchsichtig. Hier verändern wir das mal so zu einem Rot. Und dann ist das ganz okay. Und dann speichern wir das auch unter Kalida und Atmo, so, also als Projekt, damit ich es später nochmal bearbeiten kann. Und das speichern wir auch mal ganz kurz. Dann gehen wir wieder zurück und da benennen wir das erstmal um. Und zwar, wie eben schon gesagt, Kalida, so, okay. Dann gehen wir zurück, nochmal. Und nochmal, wir müssen nämlich noch die Atmosphärentextur holen. Dann nehmen wir das, ausschneiden, Android, Data, nach unten zum Spiel, Files, Custom Solar Systems, Sonnensystem, Texture Data. Und dann gehen wir hier auf Umbenennen und sagen Atmo. Unterstrich Kalida, so, das sieht ganz gut aus. Und dann gehen wir jetzt zum ersten Mal hier zu Quick Edit, und zwar haben wir da noch den Stern und Launchpad Position. Wir gehen jetzt hier rein und zu Custom Solar Systems, Example, Planet Data, und wir holen uns die Venus. Die wird nämlich als als Vorbild dienen. Die Venus ist halt auch ein ziemlich heißer Planet. Dann schließen wir das Ganze neu und einfügen. Und jetzt müssen wir hier was verändern. Also der Stern hat einen Radius von 7 Millionen und eine Atmosphärenhöhe von was haben wir hier? 16 Millionen. Also 16 Millionen plus 7 Millionen. Das sind auf jeden Fall 23 Millionen. Also so tief werden wir schon nicht setzen. Stattdessen nehmen wir hier, da haben wir Millionen. Machen wir mal, keine Ahnung, 900 Millionen vielleicht. Und wir speichern das gleich mal. Und zwar, indem wir hier ganz weit zurückgehen, da sind wir in Android Data, und da haben wir SFS, Files, Custom Solar Systems, Sonnensystem, Planet Data. Und dann schreiben wir hier Kalida, so. Und dann speichern wir das schon mal.
Da wurde es gespeichert, das ist sehr schön. Mit dem Post-Processing muss ich nochmal schauen. Da muss auf jeden Fall eine Menge geändert werden. Weil die Venus, wenn man rauszoomt, wird ja so weiß-gelblich fast. Das will ich nicht haben. Deshalb werde ich da noch was verändern. Hier auf jeden Fall Atmo Venus verändern wir zu Atmo Kalida. Wir machen das auch mal hier ein bisschen kleiner. Machen wir mal zu 30.000. Also ich möchte Kalida ein bisschen kleiner haben als die Venus. Wo haben wir hier die physische Atmosphäre? Da machen wir mal 25.000. 25 bitte. Und hier machen wir mal 20. 20.000 raus. Gravitation dementsprechend auch ein bisschen geringer, machen wir mal so 7,45. Und der Radius ist gerade bei 300.000. Machen wir mal 270. Das sieht dann ganz gut aus. Map Color müssen wir auf jeden Fall ändern. Dazu muss ich noch mal ganz kurz schauen. Und zwar, welche Farbe hatten wir denn hier? Also bei der da. Wir hatten 166, 20, 30. Also versuchen wir es mal. 1,66. 2,0. Nee, 0,2 meinte ich. So. 0,2. Und 0,3. Okay, dann speichern wir das erstmal. Wir haben hier 270.000. Haben wir Launchpad Position auch mal anders. Und zwar Kalida. Und hier haben wir 25.000. 250.000. Machen wir 290.000. Speichern das mal. Und ich glaube, ich habe ganz vergessen. Atmosphere Visual Starter, nein, hier Terrain Texture, nicht Deimos, sondern Kalida. Und Planet Texture Cutout machen wir auf 0,99. Oder machen wir es mal auf 1, damit ich euch zeigen kann, was dann passieren kann. Wir speichern das und dann gehen wir rüber in SFS und dann gehen wir mal zum Spielen. Sonnensystem. Wir bauen eine Rakete. Das letzte Mal waren wir kurz über der Sonne. Finding Satellite Index Depth of Kalida. Okay, das heißt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh ja, Sun, natürlich. Da haben wir den Fehler, hoffentlich. Das ist natürlich Stern. Weil der Stern bisher keinen anderen Namen hat. Dann gehen wir zurück und resume. Ich wollte ja natürlich eine neue Rakete bauen. Jedenfalls haben wir nochmal die Sonne und wir fangen an zu fallen. Das ist nicht schön. Also zurück zum Bauen. Und dann fliegen. Und da sehen wir es auch schon. Und zwar sind wir in der Atmosphäre und oje, da stimmt etwas nicht. Ja, das stimmt. Ich musste ja dringend noch das Dingsbums da verändern. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls sind wir ein bisschen weit oben, 20 Kilometer über der Oberfläche. Heißt, ich verändere das nochmal. Wir machen das erstmal 5 Kilometer nochmal tiefer. So, speichern das nochmal. Wenn ich das gleich nochmal 5 Kilometer tiefer setze, dann könnte es halt sein, dass wir in der Oberfläche sind. Und das will ich natürlich nicht. Stattdessen löschen wir hier erstmal alles aus dem Post-Processing. Oh ja, ich brauchte nicht den Post-Processing rauszumachen, sondern eben den Nebel. Der ist ja dafür zuständig. Also jetzt sollte das auf jeden Fall sein. Also hier den ganzen Nebel löschen.
und dann hier wieder die eckige Klammer setzen. So, dann speichern wir das und dann gehen wir wieder zurück. So rum. Spiel fortsetzen. Ja, wir sind auf der Oberfläche von Kalida gelandet. Und ja, jetzt haben wir es. Also ihr seht da diesen schwarzen Rand. Das liegt daran, dass eben da einzelne Pixel quasi sind, die nicht vollkommen weggelassen werden. Und deshalb müssen wir da auf jeden Fall ein bisschen was verändern. Also es ist ein bisschen pixelig, um ehrlich zu sein. Also ihr seht da praktisch einzelne Pixel. Deshalb werde ich später noch das auf jeden Fall verändern. Und vielleicht sind die riesengroßen Lavaseen vielleicht doch ein bisschen zu groß. Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was verändern. Aber das ist quasi der Prototyp nur. Die Atmosphäre werde ich auf jeden Fall noch ändern. Und jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass es mit dem Texture Cutout klappt. Also wir machen hier statt 1,0 machen wir 0,97. So. Und dann lassen wir das nochmal laden. Und dann sieht das auf jeden Fall schon besser aus. Ja, sieht ganz okay aus, würde ich sagen. Und an sich werde ich jetzt noch ein bisschen was an der Atmosphäre ändern. Und danach wäre es das für den Prototypen auf jeden Fall. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen verändert. Wie ihr seht, ich habe die Planetentextur einmal komplett erneuert. Und ich habe auch eine andere Größe benutzt hier, 1280x1280. Und ihr seht, die Seen sind kleiner geworden, sehr viel kleiner, die Flüsse auch. Und im Hintergrund seht ihr vielleicht so leicht so Risse und Punkte, keine Ahnung. Das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Dann habe ich auch noch die Atmosphärentextur verändert, und zwar hier. Ich habe das noch mal ein bisschen schwächer gemacht. Dann sieht das hier so aus. Dann gehen wir mal kurz rüber. Und zwar haben wir es hier. Ja, die Atmosphärentextur ist immer noch ein bisschen dicht, muss ich sagen. Aber sieht an sich eigentlich ganz gut aus. Die Wolken habe ich komplett entfernt, weil sie eben ein bisschen merkwürdig aussahen. Und wenn wir hier weiter rausgehen, dann seht ihr auch schon den Planeten. Und ja, ich finde, der sieht ganz gut aus. Das ist Kalida, ein mit Lava, Seen und Flüssen überzogener Planet. Und ist der nächste Planet am Stern. Und ja, mir gefällt es ziemlich. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Denn das hier ist am Ende des Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!